Frau Präsidentin, werte Kollegen, bekommen Sie das in unseren wohlklimatisierten Brüsseler Glastempeln überhaupt noch mit? Millionen Menschen in der EU haben Angst vor dem kommenden Winter. Und diese Angst hat konkrete Gründe. Bereits im vergangenen kalten und schneereichen Winter konnten Millionen Bürger es sich nicht mehr leisten, normal zu heizen. Nicht wenige saßen frierend in unbeheizten Behausungen, weil sie die Energiepreise nicht mehr bezahlen konnten. Diese nicht hinnehmbare Situation droht sich nun nochmals weiter zu verschärfen. In Deutschland sind die Heizkosten im September im Vergleich zum Vorjahresmonat um 33% gestiegen. Die Strompreise steigen weiter astronomisch. Und die gegenwärtige Energiekrise ist, um das klar zu sagen, vorwiegend politisch verschuldet. Diese Krise ist Ergebnis der desaströsen Energiepolitik der EU und der nationalen Regierungen. Rund 3/4 des Strompreises werden in Deutschland allein durch Steuern, Umlagen und Netzentgelte bestimmt. Im Zuge der sogenannten Energiewende werden die Preise dabei mit voller Absicht künstlich verteuert zu Klimaschutzzwecken. Da seien solche Opfer eben unvermeidbar. Opfer, die die Entscheidungsträger selbst freilich kaum betreffen. Und so steuern wir auf einen dunklen und kalten Winter für Millionen Europäer zu. Liebe Kollegen unseres wohltemperierten Plenums, ich unterbreite Ihnen einen Vorschlag. Seien wir diesen Winter doch einmal klimaschützend vorbildlich. Und solidarisch stellen wir das Heizen aller Parlamentsräumlichkeiten von November bis März doch einfach einmal ein, um selbst einen Eindruck zu bekommen, wie sich die vom Volk erwarteten Opfer konkret anfühlen. Na, verehrte GrünInnen und versammelte Klimaretterbürokraten, wie wäre das wohl? Dankeschön.